Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Vlog. Julian und ich befinden uns hier gerade in einem Mini-Winzdorf in der schwedischen Provinz des Bastnas heißt. Hier gibt es wirklich nur 2-3 Häuser, aber dafür eine ganze Menge Autos, denn wir befinden uns hier gerade auf einem Autofriedhof. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, ein Autofriedhof, das klingt für mich wie ein Schrottplatz, aber es ist nicht einfach nur ein Schrottplatz, nein, hier sind wirklich super viele alte Oldtimer, die einfach verlassen wurden und die sich die Natur jetzt quasi so zurückholt, und es sieht so faszinierend aus, dass wir uns das natürlich anschauen müssen. Aber das Verrückteste an diesem Autofriedhof ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind, denn wir hatten jemanden im Crewcast angesprochen, dass ihr uns ein paar Tipps geben könnt, und Adrian Hunziker hat uns dann geschrieben, hey Jungs, fahrt doch mal auf den Autofriedhof nach Bastnas. Wir haben das Ganze mal abgecheckt, gegoogelt und herausgefunden, dass es wirklich interessant ist. Und ja, hier sind wir. Deswegen geht ein riesengroßes Danke natürlich raus. Aber ich würde sagen, wir fucken gar nicht mehr länger rum, sondern schauen uns mal hier die Autos an, weil wir sind jetzt hier auch noch nicht groß drüber gelaufen, sondern wir geben uns jetzt quasi gemeinsam mit euch auf Entdeckungstour. Weil hier sind echt eine ganze Menge Autos. Schaut euch das an, wie riesig das ist. Hier einfach so ein riesengroßes Feld, und da hinten in den Büschen geht es noch unendlich weiter. Alter, nice! Das erste, was mich hier anlacht, ein altes Postauto. Überleg dir mal. Damit sind die früher durch die Ortschaften hier gefahren, haben das Post. Ob das jemals in Bastnas Post ausgeteilt hat. Ist auf jeden Fall das Logo von der schwedischen Post. Also, ja. Und jetzt teilt es nur noch Glasscherben und Flaschen aus. Ey, so viele Modelle. Da hinten ist ein Käfer. Yo! Komplett durchwachsen von Brennnesseln. Und auch nicht mehr so wirklich als Käfer identifizierbar. Ah! Falls irgendjemand Zweifel hatte, VW Käfer. Steht da zwar nicht, aber... Da steht VW, reicht schon aus. Was soll denn das sonst sein? Also, ein Crafter ist es ja wohl nicht. Das war locker mal so ein richtiger Luxusschlitten, oder? Ja, komplett hier mit so einer schönen Rückbank da vorne. Ich kann mir vorstellen, was da für ein Radio drin war. Sind die durch die Gegend gebrettert und haben sich geilen Classy Jazz reingezogen. Yes, he's pulling in, and I can go pass. Giving me the V sign. I can't think why he should think that I'm interested in his politics. Was ich halt so krass finde, ist, wo diese Autos teilweise noch stehen. Ich meine, da ist die Straße, und hier so mitten im Wald steht so ein Auto, komplett eingewachsen von der Natur. Ja, das ist locker da durchgewachsen. Weißt du, was ich auch krass finde? Wenn man sich mal überlegt, heute, wie viel diese Autos wert wären, wenn sie noch alle intakt wären, ne? Ja, das sind so richtig klassische Oldtimer, wenn die heute noch laufen würden und die nicht hier einfach vergammelt wären. Wenn das richtige Sammlerstücke. So viele Millionen wert, dieses Gelände, aber so ist es halt einfach nur ein Waldstück in Schweden. Aber ein ziemlich cooles Waldstück in Schweden. Hier noch die Telefonnummer, 46. Das war locker mal ein Möbeltruck. So, ja. Die haben so Möbel ausgeliefert. Überleg da drin. Was da noch für Möbel drin waren. Hier, er hat nur 46.000 Kilometer gerockt. Echt? Ja,
50.000 Kilometer. Krass! Dann war Schluss. Sieht aus wie ein Audi. Hier mit Audi-Zeichen noch. Aber. Siehst du aber jetzt ja gar nicht. Schon vor. Sehr, sehr ähnlich wie dein TT, oder? Kann man schon sagen. Ja, auch die Farbe ist ähnlich, ne? Alter Benz! Ja, Julian, willst du mal ein bisschen rumpushen im AMG oder wie sieht's bei dir aus? Leute, ich habe mir jetzt den neuesten AMG zugelegt. Ja, das ist alles ausgebaut, ey. Schau mal hier, die Überreste vom Mercedes-Stern. Aber noch eindeutig als Benz erkennbar. Wenn man an so einem Ort ist, dann kommt einem ja immer schnell die Frage, warum ist es eigentlich so? Wie konnte es dazu kommen, dass hier auf einmal, so mit den Jahren, so viele Oldtimer auf jeden Fall stehen? Und wir haben ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es daran liegt, dass nach dem Krieg auf einen Schlag, nachdem sich die Amerikaner zurückgezogen hatten hier, auf einmal viele Autos einfach übrig waren. Und hier an diesem Ort sind dann halt viele Autos zusammengekommen und es wurde versucht, aus den Ersatzteilen noch zum Beispiel Gewinn zu machen, indem man halt Teile aus dem Auto rausbaut und die verkauft oder halt auch aus halb kaputten Autos wieder heile Autos zu machen und diese dann zu verkaufen und irgendwann mit der Zeit hat sich das dann nicht mehr gelohnt, weil die Autos dann natürlich auch irgendwann alt waren, aber nicht so alt, dass man sie cool fand und ja, seitdem vergammeln sie dann leider hier im Wald. In so einem alten, wahrscheinlich Lagerhaus gelandet. Ich finde, es sieht noch verhältnismäßig ziemlich gut aus vom Zustand hier. Man sieht hier auf jeden Fall die ganzen Namen von den Autos, für die diese Teile gut gewesen wären. Und ja, hier zum Beispiel ist auch so ein Regal, wo noch drauf geschrieben wurde Volvo 444. Wahrscheinlich waren das dann die Ersatzteile für den Volvo. Und da das Office. Na klar, hier wurde die Steuererklärung gemacht. Ja, ist ja. Voll hier haben wir dann noch den Kamin für lange Wintertage. Hier geht's noch weiter hoch, oder? Ist es safe? Ich will jetzt nicht sagen, es ist safe und dann breche ich ein, dann kannst du das immer wieder verwenden. Der Dachboden wurde schon leer geräumt, Julian. Ja, ist auf jeden Fall lustig, sich vorzustellen, wie die hier gearbeitet haben. Da ist auf einmal noch ein Bus, ey. Ob es noch früher ein Schulbus war oder so? Es war die Linie 75 in die Osloer. In die Osloer Innenstadt. Yo! Alter, hier kann man das sich noch gut vorstellen, oder? Schau mal, was für massive Dachfenster dieser Bus hatte. Das muss ja so Premium gewesen sein. Hier, diese Sitze sehen eigentlich ganz geil aus, so, wenn sie noch neu wären, ne? Ja. So vom Polster. Dass dieser Bus hier drauf gehen musste, ey, ist ja sowas von traurig. Echt schade. Alter, dieses übel wie so ein Schiff da vorne, so ein Lenkrad. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Busfahrer da saß und... Die Frage ist, ist das hier hinten eine Toilette gewesen? Ja. Die hatten sogar ein Klo auf dem Bus. Was ist das hier? Gepäckablage. Gepäckablage, Kühlschrank für die gekühlten Colas, die du dann, ja, schon ja, eindeutig im Kühlschrank. Ohne Scheiß, wirklich im Kühlschrank. Alter, der war echt gut ausgestattet, ne? Also ich meine, so ein komplettes Glasdach für einen Bus, wo gibt's sowas heute noch? Und hatten die damals eine Klimaanlage, um damit klarzukommen? Weil, ich meine, das ist schon Glas everywhere, ne? Ich weiß nicht, sieht gar nicht unbedingt so aus, ob sie eine Klimaanlage hätten. Die wäre dann hier irgendwo drin gewesen. Ne? Ja. Aber sieht nicht danach aus. Oh, schau mal hier. Der Keilriemen ist noch am Start. Das haben ja auch meine Eltern schon voll oft so gesagt, oh, damals früher konnte man die Autos noch selber reparieren, da hast du einfach einen Pulli zusammengebunden und als Keilriemen benutzt.
Ja, wenn ich das hier so sehe, kann ich mir das schon vorstellen. Weißt du, was ich krass finde? Mhm. So einen Käfer erkennt man auch auf so einem Schrottplatz immer wieder. Es ist so ein markantes Design, dass du es selbst als Schrottauto noch wiedererkennst, oder? Ja. Sieht man doch wirklich sofort, dass es ein Käfer ist. Schau mal, was hier auch richtig cool ist wieder. Man sieht noch das VW-Logo durch den Dreck durch. Es geht auch immer weiter und immer weiter, bis irgendwo zwischen 10.000 Bäumen. Und hier sind einfach noch mehr Autos und noch mehr Autos. Und hier sieht man mal, dass dieses Auto definitiv schon ein Weilchen hier steht. Also ich meine, der Baum ist ja, das ist ja da drin gewachsen, oder? Ja. Also ich glaube, der Preis für das eingewachsenste Auto bisher geht an das da. Man sieht das, den Wald vor lauter Autos nicht. Digga, ich habe das Coolste überhaupt entdeckt. Hä, was? Weißwandreifen. Alter, die sind so... Alter, wie gut die jetzt noch aussehen. Und dass die Federung hier ist durch die Federung den Baum gewachsen. Was? Genau! Wie wahrscheinlich ist das denn? Ja, Weißwandreifen. Krass, ne? Also, die sehen echt noch in Ordnung aus, abgesehen von der Felge. Die finde ich noch heute so geil. Ach ja, Leute, wir sind jetzt hier schon echt einige Stunden über diesen Graveyard hier gewandert. Ich glaube, das hier hinter mir ist auch definitiv meine Lieblingsstelle, weil es einfach total heftig hier aussieht. Und ja, ich finde es allgemein krass, dass dieser Ort hier existiert. So eine einmalige Situation, dass es wirklich dazu kommt, dass so viele Oldtimer auf einem Haufen einfach alleine gelassen werden. Ich glaube, es ist ziemlich einzigartig auf der Welt und dementsprechend ist auch dieser Ort hier ziemlich einzigartig. Falls ihr auch Bock habt, mal hier vorbeizukommen, haben wir euch auch die Geolocation in die Videobeschreibung gestellt, weil es war gar nicht so einfach, hier letztendlich den Ort zu finden, denn auf Google Maps wird er falsch angezeigt. Und ich denke mal, ihr solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil es wird auch sicherlich so vom Zustand jedes Jahr etwas schlechter hier. Von daher, kommt gern vorbei, schickt uns Bilder, wenn ihr hier seid, würden uns auf jeden Fall mega freuen und ich würde sagen, wir machen uns jetzt weiter auf. Ja, wir sind jetzt angekommen in Oslo und eine Sache ist uns direkt aufgefallen, schon beim Reinfahren in die Stadt. Hier gibt es mega, mega viele Elektroautos. Wir haben schon ganz viele Teslas gesehen. Ich meine, jetzt gerade schon wieder ein Model S vorbeigefahren. Wir haben ganz viele E-Golfs gesehen. Und es liegt ganz einfach daran, dass Elektroautos in Norwegen richtig krass gut subventioniert werden vom Staat. Und deswegen würde ich sagen, es ist Zeit für eine neue Car-Spotting-Challenge. Wer als erstes 10 Elektroautos findet, der hat gewonnen. Auf geht's. Tesla Model S. Ein i3 und ein Nissan Leaf. Tesla Model S. BMW i3. Ein i3, ein Nissan Leaf. Und noch ein Model S. Tesla Model S. Model S. Ein weiteres Model S. Citroën Zeo. Hyundai Iconic. Nissan Leaf. Und Leute, noch zwei Mitsubishi Ion. E-Golf. Und ein E-Golf. Tesla Model X. Und noch ein Model X, falls ich mich verzählt habe. Mercedes B-Klasse Electric. Julian, ich hab's jetzt gerade gesehen, mein 10. Tja, ich hab gewonnen. Verdammt. Nochmal! Aber krass, wie schnell es ging. Wie lange hat die Challenge jetzt gedauert? 10 Minuten oder so? Nicht mal! Es ging richtig, richtig schnell. Nicht mal 10 Minuten. Versuch mal in irgendeiner anderen deutschen Stadt innerhalb von 10 Minuten zu zweit 20 Elektroautos zu spotten. Unnormal. Da ist der Verlierer! Okay, komm, du kriegst dein verdientes High Five fürs Gewinnen. Auch wenn es nur um eine Minute war. Eine Minute war viel, wenn es so 5 Minuten gedauert hat. Das stimmt, das stimmt. Ich stand vor dieser Electric B-Klasse und war mir nicht sicher, ob es ein Hybrid oder wirklich voll Elektro ist. Da musste ich erstmal googeln. Ja, das damit hättest Problem. Du dich nicht aufhalten sollen. Ja, einfach nochmal den nächsten Tesla suchen. Der wäre eh um die Ecke gewesen.
Einfach mal anmachen. Italian, you know. Forza Italia. Wow, das ist so cool. Thank you so much. Leute, wie krass war das denn gerade, bitte? Der Typ hat uns einfach gesehen, wie wir gerade einen Shot gezogen haben von seinem Auto. Ich sag so zu ihm, nice Karre, also auf Englisch. Und er ist so, willst du dich reinsetzen? Und wir so, ja! Ja, ja, jetzt zieht er, jetzt pusht er komplett. Der ist aber auch straight piped, oder? Ja. Also das kann ja so nicht normal sein. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt auch schon wieder auf einem Campingplatz angekommen. Das Dachzelt ist schon aufgebaut, das Auto steht ready für die Nacht da. Wir sind hier auf so einem City-Campingplatz und Leute, wie geil ist bitte diese Aussicht? Es ist der Wahnsinn. Runterschauen auf Oslo und ich muss sagen, Oslo hat heute einfach einen richtig guten ersten Eindruck gemacht. Mega viele Elektroautos, was wir natürlich cool fanden. Die Stadt an sich war auch mega lebendig. Viele Parks, viele schöne Gebäude. Und es hat einfach alles in allem sehr viel Spaß gemacht, heute die kurze Zeit in Oslo zu verbringen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, vor allem das Auto noch mal ein bisschen aufheulen zu lassen, ne Felix? War auf jeden Fall mega nice. Aber damit würde ich sagen, war es das jetzt auch mit diesem Tag. Wir bedanken uns recht herzlich natürlich fürs freundliche Zusehen. Sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Und ja, macht's gut und bis dahin. Ciao. Also das ist kreative Werbung. Da kann echt niemand was sagen. Kein Placement.